Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. So, wir sagen unserem Schatzi, going for a walk. Liebling, willst du mit mir spazieren gehen? Aber natürlich. Wo soll man denn hin? Geh zur Alfaula Wüste. Okay. Das machen wir natürlich liebend gerne. So. Alfaula Wüste ist doch die hier, ne? Da ist sie. Komm mit, Schatzi. Da ist noch eine neue Aufgabe, sehe ich gerade. Aber Schatzi geht vor. Eindeutig geht Schatzi da vor. Das ist ja sowas von klar, ne? Bin mal gespannt, was im Schilde führt. Dass er uns hier rausführt in die Wüste. Müssen wir noch weiter, oder? Da müssen wir hin, okay. Dann gehen wir dahin, meine Süße. Bin aber gespannt, was sie vorhat. So, wir sind am Ziel. Schon ein schönes Pärchen, oder? So. Das war's. Einfach so. Gut. Sagen wir aber trotzdem noch Hallo und Küsschen ist doch noch drin, oder Süße? So, Liebling, stell dir nur vor, du wärst nie nach Portia gekommen. Würde es trotzdem genauso aussehen? Wäre ich noch hier? Ist komisch, darüber nachzudenken, nicht wahr? So. Küssen, das muss aber noch sein, ne? So. Dann haben wir das auch erledigt. Jetzt können wir... Jetzt haben wir den Tag 1 von... Monat 2. Das heißt, wir könnten... Chili anpflanzen. Aber erstmal fahren wir kurz mit dem TÜV-TÜV zur... Wobei, wir müssen da noch vorbei, ne? Alice hat noch irgendwas. Dann fahren wir da vorbei. Fahren nicht, aber gehen. Wobei, wir hätten auch mit dem TÜV-TÜV fahren können. Stimmt. Naja, zu spät. Jetzt ist... Denke ich länger, dass wir da zurücklaufen, als wenn wir da kurz hochsprinten. Deswegen laufen wir einfach mal schnell. In der Nähe vom Forschungszentrum müssen wir noch suchen. Hallo Alice, was hast denn du? Oh, hallo Marco. Nochmals vielen Dank, dass du mir bei der Runderneuerung meines Blumenladens geholfen hast. Ich habe jetzt mehr Kunden als je zuvor. Mein Blumengarten steht kurz vor einer großen Ernte, was bedeutet, dass ein neuer großer Vorrat an Blumensträußen kommen wird. Mit diesen neuen Vorräten plane ich meinen ersten Verkauf von Blumensträußen. Das hört sich toll an, Alice. Um ehrlich zu sein, ich bin sowohl aufgeregt als auch nervös. Es gibt Vorbereitungen zu treffen und ich würde mit etwas Unterstützung
Würde mich mit etwas Unterstützung viel wohler fühlen. Darf ich nochmal um Hilfe bitten? Aber sicher doch. Ich kann mich immer auf dich verlassen, Marco. Zuerst müssen wir in Porsche Plakate aufstellen, um alle über den Verkauf zu informieren. Lass uns eins auf dem Zentralplatz und ein anderes auf dem Peach Plaza platzieren. Okay. Eins muss dahin, wenn ich das richtig sehe. Hier? Ach, da. So, einmal. Ding, ding, ding. Der Alice helfen wir natürlich gerne. Hier muss irgendwo das nächste sein, da. So, und dann da unten noch eins. Hier irgendwo. Da. So, haben wir auch erledigt. Ist hier vielleicht irgendwo noch was, was wir... was wir finden können? Also es ist ja teilweise schon was schwer zu entdecken, die Hinweise. Das habe ich ja jetzt mit dem Handschuh gemerkt. So, hallo Alice. Fertig? Das ist großartig. Ich bin fast fertig, aber bevor wir mit dem Verkauf beginnen, müssen wir einige Flugblätter verteilen. Ich bleibe beim Laden und verteile Flugblätter an Passanten. Könntest du diese an eine Reihe von Bürgern im Porsche geben? Die Personen auf dieser Liste werden sich wahrscheinlich für den Verkauf interessieren, also such bitte nach ihnen. Okay. Albert, Sonja, Antoine und Phyllis. Sonja, so. Alice Flowers are on sale. I have to check it out. Also sie geht hin. Antoine, der ist hier. Oder auch nicht. Aufträge kann ich... Doch, da ist er doch. Oh, Fresh Flowers, also best. Ja. So, dann kann ich aber auch gerade noch die Mixer abgeben. Das mache ich gerade zwischendrin noch. Dass wir die auf, dass wir den neuen Auftrag auch mal kriegen. Oh, und wir haben Post. Stimmt ja. Gar nicht dran gedacht. Werkstättenrangliste. Herzlichen Glückwunsch, du warst letzten Monat auf Platz 1 der Werkstättenrangliste. Du bist ein großes Vorbild und inspirierst uns alle mit deiner Werkstatt. Wir freuen uns sehr über einen so tollen Handwerker in Porsche. Mach weiter so gute Arbeit, hier ist deine Belohnung für den ersten Platz. Danke. So. Kein Platz mehr, doch. So. Was ich auch gelernt habe, alles sortieren. Sortiert mir alles, was schon irgendwo in den Kisten ist, mal da ein, wo es hingehört. Und es bleibt nur noch das übrig, was keinerlei Platz hat. Das ist schon mal deutlich leerer. So, die Mixer. Da sind sie. Entschuldigung, ich kann mich gerade um euch nicht kümmern. Wo ist denn... Da. Da hinten ist sie. Dann machen wir das nämlich auch gleich mit. Und dann können wir noch einen neuen Auftrag holen und verteilen noch die restlichen Plakate oder Flugblätter. Und dann kann es losgehen. Hallo Emily. So, wow, du bist schnell und zuverlässig. Vielen Dank. So. Jetzt muss ich aber gucken, dass wir für Alice die Flugblätter noch verteilt kriegen. Komme ich da hoch? Ja. Albert. Der müsste doch hier sein, oder?
Oder? All bad. Wo ist denn der? Ich hole gerade noch einen neuen Auftrag, so bevor es hier zu spät wird. Die haben ja auch irgendwann zu. So. Er hätte gerne 5 Fäden. Was haben wir hier noch? 3 Asteria-Töpfe. Für 6,26 oder 2 Ledergürtel. Das nehmen wir an. Aber jetzt muss ich erstmal Albert finden. Hallo Gail. Hast du Albert gesehen? Ja, mein Sohn Gast hat gar nichts von mir, außer das hübsche Gesicht. Kiva möchte was. Adit möchte was. Da unten ist der Albert. Wow. Gut, dann gehen wir erstmal zur Phyllis hoch. Der ist ganz schön weit weg. Oh. Wo bin ich denn hier? Völlig falsch. Total falsch. Dann müssen wir zum Albert. Da fahren wir aber mit dem Töfter hin. In der Hoffnung, dass er da nicht schon wieder verschwunden ist. Hallo Phyllis. Oh. She's wonderful spices. I'll be sure to take a look. Sehr gut. Zum Glück ist hier oben die Haltestelle. Da haben wir es nicht so weit. Lassen wir uns abholen und zum Hafen bringen. Töff, töff. Da unten ist eh noch irgendwas. So. Ah, guten Tag Marco. Endlich hat Gail mir ein Projekt mit einer ordentlichen Finanzierung übertragen. Ich kann es gar nicht glauben. Albert und ich haben bereits Pläne für den Hafen gezeichnet. Wir würden zu Beginn gern einen Leuchtturm bauen, einen Bereich für Lagerhäuser einrichten und die Werft verbessern. Es gibt viel Arbeit zu erledigen. Rede mit ihm, er verteilt die Aufträge. Alles klar. Warum beginnst du nicht mit dem Leuchtturm? Dafür musst du eine Lichtquelle bauen. Meinst du, du schaffst das? Klar. Da wir in diesem Gebiet noch keinen Leuchtturm gebaut haben, solltest du dich an das Forschungszentrum wenden, um mehr Informationen zu erhalten. Gut. Ich muss dir trotzdem... Genau. Alice Flop Shop, Flower Shop is having a sale. Good. I can buy some flowers for my date. Der hat ein Date? Okay. So, wir sprechen gerade mal mit Alice. Ich hoffe, sie ist dann noch am Platz. Alice? Die ist, glaube ich, schon daheim, ne? Oh, hallo Petra. Na, du bist nicht Petra. Wie geht's? Gut geht's. Eine Lichtquelle für den Leuchtturm. Das hört sich kompliziert an, weil es an- und ausgehen muss. Ich habe bisher nicht wirklich mit Beleuchtung gearbeitet, also sollte das Spaß machen. Ich werde sofort damit anfangen. Warum besorgst du mir nicht 5 Datendisks, um mir bei der Forschung zu helfen? So. Danke, das sollte genug sein. Ich werde dir Bescheid geben, sobald ich was herausgefunden habe. Gut, das haben wir schon mal erledigt. Wo ist Alice? Who the fuck is Alice? Ach, da ist er noch. Puh, danke für die Hilfe, Marco. Wir sind jetzt bereit, den großen Verkauf im Blumenladen zu beginnen. Ich bin so aufgeregt. Und Alice wurde eine gute Freundin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir müssen hier immer noch suchen. Oh, eine Kiste. Die war jetzt aber Zufall, dass ich die gesehen habe.
Das heißt, wir müssen wirklich genau absuchen. Da hier irgendwo ein Trigger kommt. Weil die Handschuhe waren auch nicht leicht zu finden, ne? Ganz und gar nicht. Schaukeln wollen wir gerade nicht. TÜV, TÜV, alte Stelle auch nicht. Hallo Phyllis. Hi. Dr. Su ist ein großartiger Arzt. Ich studiere bei ihm, um alles zu lernen, was er mir beibringen kann. Eines Tages werde ich meine eigene Klinik aufmachen. Ja. Was hältst du von einem Federschal? Hm? War anscheinend nicht so verkehrt. Oh! Alle Achtung, der ist gut versteckt. Gehört es nicht Tuss? Hm, dann sollten wir ihnen wohl doch einen Besuch abstatten. Soweit ich weiß, leben sie in einer Höhle auf der Bassanio-Höhe. Mach dich für einen Kampf bereit. Wir treffen uns bei ihrem Versteck. Okay. Zum Versteck gehen. Wo ist denn das? Bassanio-Höhe. Da ist das ganz. Okay, das werden wir aber dann nicht mehr heute machen. Das werden wir dann am nächsten Tag machen. Das schaffen wir nämlich so schnell jetzt nicht. Das machen wir dann morgen. Muss ja jetzt nicht alles in der Nacht passieren, ne? Hallo Albert. So. Ledergürtel brauchen wir noch. Habe ich dafür alles? Zwei. Ja, können wir machen. Sehr gut. Und wir brauchen aber auch wieder Qualitätsleder. Oh, und ich muss hier... wo haben wir es denn? Was hat er einsortiert? Machen wir gerade mal das. So. Und jetzt brauche ich doch gerade mal den hier nämlich. Dass wir hier noch weiter anpflanzen können. So, den auch noch. Hallo? So, das Unkraut da brauchen wir nicht. Leder. Ich brauche Leder. Drei können wir machen, okay. Immerhin. Und hier können wir auch. Machen wir mal Fell. Können wir eines. Eines ist nicht arg viel, ne?
So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir zu Bett gehen. Den können wir auch ernten. So, und dann geht's morgen weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.